In dem heutigen Video geht es um das Thema Zahnfleischrückgang. Hast du vielleicht irgendwelche Stellen in deinem Mund bemerkt, wo das Zahnfleisch sich zurückzieht? Dann ist das Video genau das Richtige für dich. Ich erkläre dir, was die häufigsten Ursachen sind und was du dagegen tun kannst. Wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Feldner. Ich bin Zahnärztin. Und auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Bevor es jedoch mit unserem Video losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, dann klick doch gerne auf Abonnieren. Viele Patienten kommen mit dem Anliegen zu uns, dass sich das Zahnfleisch an einzelnen Zähnen oder auch an vielen Zähnen zurückzieht. Und ich möchte euch mal erklären, was die häufigsten Ursachen dafür sein können. Fangen wir direkt an. Eine ganz häufige Ursache ist die falsche Putztechnik. Man kann das nur immer wieder betonen, richtig putzen ist nicht Gott gegeben, sondern das muss man lernen. Viele von uns haben einfach eine Zahnputzroutine, die sie seit vielen Jahren so machen. Man läuft durchs Wohnzimmer oder guckt aufs Handy, was auch immer wir alles machen. Aber wir konzentrieren uns nicht darauf, wie wir richtig unsere Zähne putzen. Und so kann es auch passieren, dass man an manchen Stellen einfach zu viel Druck anwendet und dass sich das Zahnfleisch auf diesen permanenten Reiz hin einfach zurückzieht. Es sind dann so richtige Kerben im Zahnfleisch, die wir als Zahnärzte sehen. Und dann ist die Empfehlung natürlich, auf einen Anpressdrucksensor zurückzugreifen, also eine elektrische Zahnbürste, die nicht so stark aufdrücken kann. Die gibt uns ein Signal und auch die Patienten dafür zu sensibilisieren, vorsichtig im 45-Grad-Winkel hoch zu putzen. Manchmal macht es auch noch mal Sinn, sich beim Zahnarzt oder bei der Dentalhygienikerin richtig beraten zu lassen und die Zähne einfach mal zu putzen, zu zeigen, wie man das macht und sich da Hilfe zu holen. Also der häufigste Grund für einzelnen Zahnfleischrückgang ist die falsche Zahnputztechnik. Dann kommen wir zum nächsten Grund und das ist eher individueller und zwar sind es Lippenpiercings und Zungenpiercings. Wenn ihr ein Piercing habt und diese kleinen Kugeln einen permanenten Druck, häufig sind es die Unterkieferfrontzähne, einen permanenten Druck auf dieses Zahnfleisch ausüben, dann denkt sich der Körper, okay, anscheinend wird es hier nicht gebraucht und baut das Zahnfleisch einfach ab. Lösung dafür ist, das Piercing zu entfernen. Das wäre natürlich immer meine Empfehlung, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Kommen wir zum nächsten Grund und das ist die Zahnstellung der Zähne. Das ist zum einen die natürliche Stellung der Zähne, also wenn eure Zähne vielleicht sehr, sehr stark verschachtelt stehen oder sehr weit aus dem Kiefer hinausragen oder wenn ihr mal eine Zahnspange getragen habt. Auch noch viele Jahre nach der Zahnspange kann es sein, dass das Zahnfleisch sich zurückzieht. In beiden Fällen liegt es daran, dass Zahnfleisch immer nur da sein kann, wo Knochen ist. Und wenn die Zähne sehr weit aus dem Kiefer hinausstehen und die Oberfläche des Zahnes gar nicht mehr komplett mit Knochen bedeckt ist, kann dort auch kein Zahnfleisch sein. Das werdet ihr leider erst recht spät herausfinden, wenn ihr jetzt gerade eine Zahnspange tragt. Die meisten Kieferorthopäden stellen die Zähne natürlich richtig ein, aber in Einzelfällen habe ich auch schon mal gesehen, dass die Zähne eben sehr weit aus dem Kiefer hinausgeschoben worden sind. Dann waren sie zwar sehr gerade, aber das Zahnfleisch hat sich zurückgezogen. Kommen wir zu einem weiteren Grund und zwar liegt es an Parodontitis. Parodontitis ist die häufigste Erkrankung, die das Zahnfleisch betrifft. Fast jeder zweite Erwachsene in der zweiten Lebenshälfte ist von Parodontitis betroffen. Und hier reden wir eigentlich von einer entzündlichen Reaktion. Also im Gegensatz zum Zähneputzen, was ja ein mechanischer Reiz ist, geht es bei der Parodontitis um Bakterien. Wir haben schon ganz viele Videos zum Thema Parodontitis gemacht, das könnt ihr euch mal anschauen. Vielleicht leidet ihr selber unter Parodontitis, da haben wir viele Tipps, wie ihr dazu kommt. Wenn ihr die Vermutung habt, solltet ihr euch auf jeden Fall bei eurem Zahnarzt vorstellen. Ein Unterschied zu einem Putzdefekt, bei der Parodontitis kommt es zu einer Blutung. Raucher, vorsichtig, bei Rauchern ist dieses Hauptfrüherkennungssymptom der Parodontitis etwas kaschiert. Aber ansonsten, wenn euer Zahnfleisch zurückgeht, wenn euer Zahnfleisch blutet, wenn ihr einen unangenehmen Geschmack im Mund habt, wenn eure Zähne vielleicht sogar schon gelockert sind, spätestens dann ab zu eurem Zahnarzt, dann hat der Zahnfleischrückgang etwas mit Parodontitis zu tun. Ein Schritt vorher und ein weiterer Grund für den Rückgang des Zahnfleisches ist eine Entzündung, die noch keine Parodontitis ist, sondern eine Entzündung, die darauf beruht, dass ihr vielleicht eine Stelle nicht besonders gut geputzt habt oder vielleicht insgesamt aufgrund der Lebensumstände die Mundhygiene etwas vernachlässigt habt. Dann bilden sich Zahnstein um eure Zähne und viele Bakterien und Plaque und die verdrängen das Zahnfleisch einfach. Und wenn dieser Reiz entfernt wird und ihr wieder zu einer guten Mundhygiene übergehen könnt, im Zusammenhang mit professioneller Zahnreinigung, Zahnzwischenraumpflege, dann kommt das Zahnfleisch auch wieder zurück. Vielleicht habt ihr eine eurer Ursachen gefunden, wenn das Zahnfleisch bei euch zurückgeht. Vielleicht ist es bei euch Parodontitis,
die Zahnspange oder das Piercing. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ihr kommt eurem Zahnfleischrückgang auf die Spur und wisst auch, was ihr dagegen tun könnt. Wir haben schon mal ein Video zu dem Thema Zahnfleischrückgang gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut mal in unsere anderen Videos. Und ansonsten freue ich mich auf eure Kommentare und Anregungen. Berichtet einfach mal, wie es bei euch ist und zack, bis dahin. Tschüss.